verleihen sie ihren Multilayer zur Kunoxid-Restauration noch mehr Tiefe und Charakter durch den Auftrag von Solid Naturals Färbelösungen. Die Verarbeitung erfolgt hier beispielhaft anhand der Einfärbung einer Krone aus Solid Bion A3. Reinigen Sie die Pinsel zwischendurch, zum Beispiel mit destilliertem Wasser. Tragen Sie Solid Naturals A-Intense zur Intensivierung des zervikalen Bereichs auf. Tragen Sie zur Intensivierung des Chromas der Krone, falls nötig, Solid Naturals A3 auf. Tragen Sie Solid Naturals Violett auf der Schneidekante auf, um eine zusätzliche Illusion der Transluzenz zu schaffen. Verwenden Sie im Bereich der Schneidekante einen kleineren Pinsel für einen exakteren Auftrag. Tragen Sie Solid Naturals Blue auf den lateralen Rändern auf, um diese zu highlighten. Links sehen Sie eine mit Solid Naturals individualisierte Krone. Rechts sehen Sie eine Krone ohne Individualisierung.